Ich habe es ja jetzt selber schon ein bisschen gespielt. Ich bin jetzt so mittlerweile knapp 5-6 Stunden drin. Und deswegen dachte ich, dann schaue ich doch mal rein, was die gute Game 2 Redaktion zu sagen hat zu dem Spiel. Und ich hab mir selber noch mal ein paar Sachen angesehen. Ich hatte, oder beziehungsweise angehört. Ich hatte gestern den neuen Hooked Podcast gehört. Ich muss nachher noch, ich hab nachher noch eine Aufnahme mit Robin. Dem muss ich noch mal ein Wörtchen reden zu dem Segment über Silent Hill 2 Remake. Das war... Ich habe gestern mein neues Laufband aufgebaut, während ich den Podcast Hallo, gehört Leute. Habe. Und ich habe einfach ich habe einfach Toms Resignation einfach so gefühlt. Das war hervorragend. Nee, aber ich hatte ja bei denen auch die Besprechung zu Dragon Age. Ich bin tatsächlich, also ich bin da, glaube ich, relativ gleich mitgestellt mit den beiden. Ich persönlich finde jetzt das Writing einfach nicht so schlimm. Keine Ahnung, aber ja, weiß ich nicht. Ja, okay, und vielen Dank für das Prime, by the way. Ja, die Merkel war, Alter, ich hab da auch keinen Bock, ich freue mich, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich mit meinem Vater drüber geredet habe und mein Vater ja auch die Grünen für extrem links hält, wo ich mir auch so, das ist das Frustrierendste, dass Leute dann so, ja, oh, sehen wir ja, was uns linke Politik gebracht hat und dann so, Bruder, wir haben einfach keine linke Politik erlebt, Das ist einfach wirklich der größte Trick, den die geschafft haben. Es ist einfach nur so Neoliberalismus mit grünem Anstrich als linke Politik zu verkaufen den Leuten. Und dann, ja, das hat uns ja scheinbar auch nichts gebracht. Dann können wir wieder nach rechts gehen. Hervorragend, ja. Naja, gucken wir einfach mal, was jetzt hier bei Dragon Age los ist. Hab ich eigentlich? Ja. Der Name BioWare steht für vieles. Epische Rollenspielerfahrung, ikonische Charaktere und sehr, sehr viel Lore. Ich nehme irgendwann Leuten das Wort Epe. Ich glaube, wir müssen einfach mal so für ein halbes Jahr darf einfach niemand das Wort episch benutzen. Ich versuche da auch mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn ich das nächste halbe Jahr irgendwo das Wort episch benutze, außer aus reiner Ironie heraus, dann darf auch ich dafür kritisiert werden. Ich finde, wir müssen uns mal von... Ich möchte mich von diesem Wort einfach distanzieren. Spiele wie die ersten beiden Baldur's Gate-Teile oder die Dragon Age-Reihe haben das Herz vieler CRPG-Fans erobert. Mit Mass Effect bewies das Studio aber ebenso ein Händchen für actionlastigere Titel, blieb aber seinen Rollenspielwurzeln treu. 10 Jahre, 6 Comics, ein Roman... Aber bei Mass Effect fand ich das immer so ein bisschen seltsam, dass Dragon Age ist die Serie, die, obwohl die späteren Teile auch super erfolgreich waren, also ich glaube, Inquisition hat sich ja auch super verkauft oder so, aber da ist es dann immer, oh, die Serie, die von dem Action-Gameplay irgendwie zerstört wurde. Aber ich weiß auch, dass es super viele Leute gibt, die das erste Mass Effect deutlich besser finden als den Rest. Ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen. Ich finde das erste Mass Effect einfach einschläfernd langweilig und spielerisch katastrophal. Also für mich ist, glaube ich, neben Dragon Age 2 ist, glaube ich, das erste Mass Effect spielerisch das schlimmste BioWare-Spiel, was ich jemals angefasst habe. Ich meine, Jade Empire ist auch nicht besonders. War jetzt nie so ihr Steckenpferd, wenn sie sich in irgendwelche größeren Action-Richtungen bewegt haben. Aber ich habe jetzt nie irgendwie diesen großen Backlash bei Mass Effect gesehen. Dass es dann, oh, das ist jetzt eben der Shooter und... Weil theoretisch hättest du das ja auch als CRPG mit Waffen machen können. Theoretisch hättest du das Kampfsystem von dem Mass Effect ja auch so aufbauen können wie in einem KOTOR. Einfach nur, dass die Leute sich da mit Waffen oder so beschießen. Aber ich weiß nicht, so Dragon Age ist irgendwie so das Ding, wo dann, nein, das muss
das muss so sein. Das darf nicht anders sein. Das muss ein CRPG sein, das darf nichts anderes irgendwie machen. So, ich finde das ja vollkommen fein, wenn man das irgendwie sich zurückwünscht dafür. Aber ich finde es bei, ich weiß es nicht. Ist es dann irgendwie das Setting? Ist es dann so, oh, Sci-Fi, das darf dann Waffen-Action-lastig sein? Aber High-Fantasy, das muss dann immer Strategietitel sein. So, I don't know. Und eine Netflix-Serie sind nun vergangen, seit Dragon Age Inquisition das Licht. Das ist einfach nur, wie gesagt, das ist kein Vorwurf oder sonst was. Das ist einfach nur so eine generelle Frage, die ich mich immer stelle dabei. Plus, ich finde es halt, keine Ahnung, als jemand, der sehr viele Serien hat oder Spiele hat, wo ich dafür einstehe, die originalen Systeme beizubehalten, so Pikmin und das Zeitsystem, Dead Rising und das Zeitsystem oder eben auch die ganze Struktur und der Aufbau davon, oder jetzt eben auch bei Survival-Horror-Spielen die Kamerasysteme und sonstige. Und da ist es dann immer so, oh, wer braucht denn das? Und da wird sich gar nicht mehr mit beschäftigt. Aber wehe, irgendjemand fasst mein Rollenspiel an. Dann ist irgendwie alles sofort böse. Aber solange es andere Serien betrifft, das will doch keiner mehr haben. So, ich weiß nicht. Also einfach nur mal der Appell an die ganzen Leute. So, ich verstehe den Frust, wenn sich eine Serie irgendwo hin entwickelt, was man nicht haben möchte. Aber vielleicht sollte man dann auch das auf andere Serien übertragen können. Gaming-Welt erblickt hat. In dieser Zeit hat sich BioWare nicht mit Ruhm bekleckert. Sowohl Mass Effect Andromeda als auch das Online-Action-Game Anthem kamen bei Spielerinnen und Spielern. Alter, ich schwöre, jedes Mal vergesse ich, dass Anthem existierte. Jedes Mal vergesse ich. Ich dachte, ja, stimmt. Ne? Mass Effect Andromeda. Und dann kam ja jetzt auch schon Dragon Age raus. Und dann, ja, stimmt. Anthem, da war ja was. Gar nicht gut an. Nicht BioWare's Babylon's Fall. Nicht verwunderlich also, dass der vierte Dragon Age-Ableger als eine Art letzte Chance für das Studio angesehen wird. Ein spannendes Setup für die Story konnte BioWare mit dem Ende des Eindringling-DLCs von Inquisition immerhin schaffen. An der Stelle also eine Spoilerwarnung für die, die den Vorgänger noch nachholen wollen, da The Veilguard eine direkte Fortsetzung darstellt. Kurzer Recap: Der Magier Solus hinterging die Inquisition und stellte sich statt als treuer Begleiter als der verräterische Elfengott Fen'Harel heraus. Daraufhin eröffnete er seinen Plan, den Schleier niederzureißen, eine Barriere, die das Nichts, sozusagen eine metaphysische Welt voller Geister, Dämonen und Magie, von der echten Welt trennt. Spannend daran ist, dass die Barriere vor tausenden Jahren von Solus selbst geschaffen wurde, um andere, angeblich schlimmere Götter und deren Einflüsse auf die Welt zu bannen. Da damit aber auch die meiste Magie verschwand, zerfiel das Reich der Man kann sich ja auch mal umentscheiden, ne? Irgendwann ist doch vollkommen fein. Wo ist denn das Problem? Elfen und das Volk endete als Wald. Baldur's Gate 3 hat aber auch bewiesen, dass ein langsames CRPG sehr erfolgreich sein kann. Ja, aber darum, also das ist nicht der, I get it, aber das ist nicht der Punkt, den ich da versucht habe zu machen. Mir geht's nicht darum, was erfolgreich sein kann, sondern mir geht's eben auch darum, was Leute wollen und dass andere Systeme auch gut sein können. So, und da verstehe ich ja auch, dass Leute, hey, das war mal das und wir möchten das eigentlich auch, dass das, wenn nicht so bleibt, zumindest nochmal dahin zurückkehrt und man damit was macht, anstatt sich irgendwie dem Massenmarkt anzupassen und das irgendwie zu bedienen zu wollen und irgendwelche Trends mitzunehmen. Und das aber scheinbar bei anderen Sachen, die einem persönlich wenig wichtiger sind oder wo es eben Systeme sind, die einen persönlich stören, da ist es dann vollkommen fein und sogar gut, wenn sich das dem Gleichschritt des Massenmarktes irgendwie anpasst. Das ist einfach nur die Sache, wo ich so ein bisschen drauf hinweisen sollte. Waldläufer oder Sklaven. Nun will der von Schuldgefühlen gebeutelte Solus seine Fehler wieder gut machen. Soweit, so dramatisch. Wer jetzt Angst hat, alle vorherigen Dragon Age-Titel gespielt haben zu müssen, kann aufatmen. Klar macht es bei einem solch groß angelegten Fantasy-Epos Sinn, die Vorgeschichte zu kennen. Bis auf das Ende von Inquisition ist das hier aber wirklich kein Muss. The Veilguard versucht euch einen möglichst geschmeidigen Einstieg zu bieten, was unserer Meinung nach auch teilweise gelingt. Die neue Hauptfigur Rook steckt, warum auch immer, schon mitten in der Geschichte und wird begleitet von zwei bereits bekannten... Ich weiß nicht, was da bei dem Mikro passiert ist.
Ich glaube nicht, dass es, also ich weiß nicht, ob es die, ich glaube eher, dass die Person zu nah am Mikro dran war oder zumindest für das Mikro, was da benutzt wurde. Weil es klingt nämlich die ganze Zeit so, als ob jemand so reinsprechen würde. Und es wundert mich einfach nur, weil normalerweise die, also gerade bei so einer Produktion, das sind so, das sind eigentlich nicht Sachen, die ich mir, also wo ich mir denke, dass sie überhaupt passieren. So, da denke ich eigentlich immer, dass das so eine durchgeplante Produktion ist, dass da eben jetzt nicht irgendwie mal zwischendurch das Mikro anders klingt oder anders halt aufgenommen wurde. Kann auch die Abmischung sein, aber ich glaube eher, dass es vielleicht so die Kombination von Mikro mit Abstand da irgendwie war. Charakteren. Das kann schon verwirrend sein, wenn ihr so gar keinen Plan von nichts habt und dann auch noch mit komplizierten Namen elfischer Götter, Elganan und Gelenane, den vielen verschiedenen Fraktionen im Spiel oder diversen Ortsnamen konfrontiert werdet. Ich wüsste gern, was die Venatori in der Dockstadt im Schilde führen. Ich finde das Ortsnamen irgendwie... Elganan und Gelenane. Weißt du, die sehen alle so aus wie so Fantasy-Figuren. Den vielen verschiedenen Fraktionen im Spiel. Und dann hast du hier einfach, das sieht einfach aus wie so ein Thomas da drin. Das sieht einfach aus wie so ein random Dude. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Dass so alle Leute passen irgendwie in, also die fühlen sich an wie die gleichen Charaktere aus einem Spiel und dann hast du einfach hier, keine Ahnung, irgendwie so einen Fußballspieler da reingeshoppt. Spiel oder diversen Ortsnamen konfrontiert werdet. Ich wüsste gern, was die Venatori in der Dockstadt im Schilde führen. Wirklich Zeit darüber nachzudenken, habt ihr anfangs aber eh nicht, denn das Spiel wirft euch erstmal direkt ins Geschehen. Moin! Zuvor erstellt ihr euch aber in guter alter Rollenspielmanier einen Charakter. Eigentlich sogar zwei. Neben Rook erstellt er nämlich ebenso den Inquisitor aus dem Vorgängerspiel. Da wird dann auch direkt der Zustand der Welt abgefragt, bestehend aus drei Entscheidungen, die ihr in Inquisition getroffen habt. Wer viel Zeit mit Inquisition... Habe ich das verpasst? Das war bei... Das habe ich bei mir nicht getan. Das habe ich bei mir nicht getan. Hätte ich da irgendwo extra draufklicken müssen? Ich habe das Menü bei mir nicht gesehen. Das habe ich nicht ausgewählt. Position verbracht hat, dürfte hier erstmal ziemlich ernüchtert sein, denn besonders viel Relevanz wurde dem Vorgänger leider nicht eingeräumt. Deutlich mehr Liebe ist in den Charaktereditor geflossen. Für den Boah, ich habe mir einfach irgend so ein Preset erstellt. Ich kann das nicht. Mir ist das so egal. Also ich gucke einfach, welches Preset sieht vernünftig aus. Ich nehme meistens das erste Preset, wo ich eine Rothaarige sehe. Und dann, ja, alles klar, das ist der Charakter, den ich nehme. Bums können gut und gerne ein paar Stunden eingeplant werden. Einstellungsmöglichkeiten gibt es nämlich zuhauf. 4 Völker, 3 Klassen, 6 Hintergrundgeschichten und einen beachtlichen Katalog an optischen Anpassungen. Sogar in verschiedenen Lichtstimmungen. Das ist sehr praktisch, denn die vielen Gebiete wissen mit einer dichten Atmosphäre zu überzeugen. Gerne sind wir einfach ein bisschen durch die Gegend gewandert und haben uns im Sightseeing-Modus mal von leuchtenden Zwergenstädten, mal von dichten Wäldern... Aber jetzt finde ich es wieder seltsam, weil ich hatte nämlich letztens auch nochmal mit Cliff gesprochen, weil das ja, ne, wenn die Sachen vom, wie heißt der Sprecher, Ingo oder so hieß der, dann ist es eigentlich immer in dieser Wir-Form, genau, dann hatte ich das richtig im Kopf, danke. Dann ist es in der Wir-Form gesprochen, weil er quasi für die Redaktion redet, was ich so I get it, ne, weil es dann, er spricht halt über die Ereignisse anderer Leute. Aber jetzt hier, bei einer anderen Sprecherin, bin ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, okay, das ist dann der Test dieser Person gewesen. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, ob die wieder für wen anders oder so spricht. Es kommt mir in dem Fall einfach immer hier noch so ein bisschen seltsam ihre rüber. Werbung stehen. Oh, vielen Dank auf jeden Fall für das Abo. Aber das reicht schon. Kannst auch deine eigene Werbung da reinschreiben. Berieseln lassen. Selbst im Performance-Modus der PS5. Obwohl im Grafikmodus alles natürlich noch ein Stückchen schöner ist. Und wo wir gerade beim Thema Grafik sind, vor allem auf dem PC macht Dragon Age The Veilguard natürlich eine richtig gute Figur. Raytracing und knackscharfe Texturen in 4K sehen fantastisch aus. Und dass das Spiel dann auch noch durchgehend... Warum ist der... Ich wollte gerade sagen, es sah bei mir nicht nach knackscharfen Texturen aus, aber ich weiß auch nicht, warum das irgendwie in 27p auf einmal lief. Läuft, ist auch zu erwarten, wenn man wie wir auf einem High-End-PC mit einer RTX 4090 und einem Ryzen 7 7000... Sorry, ich bin, glaube ich, einfach zu sehr die GameStar-Videos gewohnt, die das in zu niedriger Bitrate irgendwie rausrendern. 100x 3D spielt.
cool ist, auch auf einem PC der oberen Mittelklasse mit einer RTX 3080 und einem Ryzen 9 5900X konnten wir im Preset Ultra in 4K mit DLSS im Einfach, wie ich nichts mit diesen Zahlen anfangen kann. Das ist einfach so, ja, whatever, tell me more. Ja, genau, ich kann mit der 1080 Klimbum-Ding, da kann ich auch noch genauso gut wie mit der 879 Huxtebude. Oh, super, geil. Tets-Modus und gedrosseltem Raytracing mit beachtlichen 45 bis 70 Bildern pro Sekunde spielen. In WQHD sogar mit 60 bis 90 Frames. Das Spiel scheint grundlegend also... Was? In WQHD? In WQHD so... In WQHD? Mit beachtlichen 45 bis 70 Bildern pro Sekunde spielen. In WQHD so... Was? Das hab ich noch nie gehört für 1440p. Also vor allem habe ich es halt noch nie dann im Deutschen. Wofür steht denn das dann überhaupt? Wofür? Ah! Computerbild, egal. Wo ist die? Mega! Ist einfach. Die muss doch. Die Abkürzung muss doch für irgendwas stehen. Ist doch Quality. So wilde Quality. White Quad High Definition. Habe ich noch nie gehört. White Quad High Definition. What the fuck? Das habe ich wirklich in meinem ganzen Leben, habe ich das noch nie gehört, diese Abkürzung. So, wenn höre ich einfach dann... Weil White Quad, dann denke ich doch zuerst, ist es dann in breiter als 16 zu 9, aber es geht hier nur um strikte 1440p. Oder ist das, oder sind wir jetzt auch in Widescreen und noch vor Ultra-Widescreen. Ich bin halt wirklich einfach nur verwirrt gerade. Warte mal, was für eine Auflösung war das? 2560x1400. Okay. Aber das ist, ich war gerade, das entspricht dem verbreiteten 16 zu 9 Format. Also. Weil es auch QHD. Alter. Dann sag doch einfach 1440p. Ganz im Ernst. Oh, alles klar. Sogar mit 60 bis 90 Frames. Das Spiel scheint grundlegend also durchaus hardwarefreundlich zu sein. Wenn ihr euren Charakter dann das erste Mal in Aktion seht... Ich dachte, ich hätte irgendwie so UHD oder so falsch verstanden. Oder da gäbe es noch eine andere Sache dafür. Aber das ist... Habe ich in meinem ganzen Leben wirklich noch nie gehört. Fällt euch aber noch ein weiteres optisches Highlight auf. Die wunderschönen Haare mit ihrer realistischen Physik. Da könnte man glatt neidisch werden. Das große Umstyling ist das Highlight der Staffel. Meine Experten aus... Das war wieder der Moment, wo der Sketch hätte aufhören sollen. Das ist so, wir machen jetzt mal die Vorgabe, dass so ein Skit maximal 10 Sekunden sein darf. Und der Gag muss so schnell erzählt werden. Aus Los Angeles haben ganze Arbeit geleistet und die Frostbite Engine präsentiert die Frisuren in einem ganz neuen Licht. Und hier ist deine neue Frisur. Oh wow, oh mein Gott, ich sehe aus wie eine neue Elfe. Hat er klasse gemacht, nicht wahr, der Jani? Das ist so toll geworden. Und für Solis haben wir uns natürlich etwas ganz Besonderes überlegt. Hä? Ich sehe ja genauso aus wie vorher. Ja, denn du bist perfekt, so wie du bist.
Außerdem, was soll man kurz machen? Du hast gar keine Haare, Vollidiot. Früher hatte ich aber welche, ja, wirklich. Ja, jetzt geh mal deine Füße einölen, der Wok. Vor allem, ich finde, der Gag funktioniert halt nicht, wenn du sichtbare Haare hast. So, Soul ist es halt, der ist halt komplett glatt. Das ist so Agent 47. Ich will auch so eine coole Frostbite-Engine-Frisur. Doch es geht nicht bloß um den felllosen Wolf, sondern um euch und eure Gefährten. Das Spiel heißt schließlich nicht mehr Dreadwolf, sondern The Veilguard. Ihr versucht zu Beginn des Spiels, Solus daran zu hindern, den Veil, also den Schleier, zu zerreißen. Dabei geht allerdings einiges schief und während zwei böse alte Elfengötter entkommen können, endet stattdessen Solus gefangen im Nichts. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt? Ihr. Dass ihr durch eine magische Explosion auch noch in Solus alter Basis landet, welche nun zu eurem Hauptsitz wird, ist ebenfalls praktisch. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein bunter Haufen Gefährten, den ihr euch in leider recht schlecht geschriebenen Rekrutierungsmissionen zusammensammelt. Und auch der restliche Anfang der Hauptgeschichte wirkt schnell runtererzählt und eher gezwungen. Das vermittelt nicht wirklich das Gefühl eines bedeutungsschweren und ernsten Fantasy-Epos. Damit ist... Was heißt denn gezwungen in dem Fall? I don't know. Es ist eben so, dass das Problem, du hattest dann im Vorgänger einen großen Cliffhanger gehabt. Und hier braucht das Spiel dann etwas, wo es direkt damit weitermachen kann. Ne? Du hättest entweder das jetzt so machen können, dass die große Reise ansteht, ihn aufzuhalten. Oder du beginnst eben mit diesem nächsten Event und dann muss aber natürlich irgendwas passieren, damit du von dort an weitermachen kannst. Also das, ich weiß nicht, das fühlt sich eigentlich an so, also hat sich für mich relativ natürlich angefühlt. Ist jetzt die Sache, ob du jetzt die Entscheidung, in welche Richtung das geht, gut oder schlecht findest. Aber ich weiß das jetzt nicht irgendwie, was da in der Form irgendwie so sich gezwungen angefühlt hat. Also... War jetzt für mich zumindest von dem Ablauf der Events relativ logisch bisher. Ist nicht gemeint, dass es nicht auch mal lustig zugehen darf. Denn Humor war schon immer Teil der Dragon Age-Reihe. Man schaue sich nur mal das ikonische Geplapper von Alistair und Morrigan in Origins an. You sound so very defensive. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? The Veilguard fühlt sich zunächst aber irgendwie eher nach dumpfen Marvel-Sprüchen an. Und die rauben dem eigentlich dramatischen Setup erstmal einiges an Gravitas. Na dann, freut mich, dass ich euch doch nicht töten muss. Davon mal abgesehen ist... Ich weiß aber nicht, wissen wir überhaupt noch was? Keine Ahnung, ich höre das mittlerweile immer so oft. So das Marvel-Writing und nur weil du... Ich meine, vor allem du wählst ja dann den Quip aus. Also ich finde nicht, dass man sich irgendwie über Marvel-Writing beschweren sollte, wenn du die sarkastische Antwort auswählst. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass mittlerweile es gibt eine sarkastische Antwort und dann ist das Marvel-Writing. Aber du kannst ja auch eine normale oder eine andere Antwort nehmen. Und von den restlichen Dialogen hatte ich jetzt bisher, weiß ich nicht, hat sich jetzt für mich nicht nach dem... Und vor allem eigentlich, dass was Leute ja mit Marvel-Writing meinen, ist ja eigentlich Joss Whedon-Writing. Und das hatte sich jetzt für mich irgendwie nicht so bisher danach angefühlt, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so, dass ich das als besonders großartig jetzt bezeichnen würde, aber ich weiß ich nicht, ich konnte den Kritikpunkt bisher irgendwie nicht so nachvollziehen nach jetzt den 5 Stunden. Ist jeder Charakter so unsäglich nett, empathisch und hilfsbereit? Cliffhanger nach 10 Jahren auflösen generell schwierig, ja, vor allem wenn du halt dann noch neue Leute oder so reinholen willst, das ist dann... Naja, wenn du mit der ganzen Sache nicht vertraut bist, dann ist es da, glaube ich, sehr schwer, die Motivation für aufzubringen und jetzt einfach zu sagen, oh, der wollte hier irgendwas machen und du weißt halt nicht, wie gut, schlecht war das jetzt wirklich, was genau war jetzt die zu 100% die Motivation dahinter und jetzt ist halt anders Kacke am Dampfen und du bist eben auch so ein bisschen dafür mitverantwortlich, also fühlst du dich natürlich auch dann eher involviert, die Sachen zu lösen. Also ich finde, das ist eigentlich ein vollkommen feines Setup für das Spiel. Als würden sie direkt aus einem Achtsamkeitsseminar kommen. Zum Beispiel die ach so gefürchteten Krähen von Antiva, eine gnadenlose Assassinenorganisation, die einem schon beim ersten Besuch direkt vertrauen.
Nach nur 2 bis 3 Sätzen schicken sie einen auf eine... Das Einzige, was ich bisher, wo ich bisher nicht drauf klarkomme, ist halt wirklich, wie alle, wie gefotoshoppt filtert die alle sind. Boah. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwann noch bessert, aber so nach 5 Stunden und jetzt auch den ganzen Videomaterial, was ich gesehen habe, ich mag's immer noch nicht. Ich mag's immer noch nicht. Die sehen halt wirklich alle aus, als hätten die so den krassesten Filter drüber gelegt bekommen. Und gerade bei den Kunari ist es so deplatziert. Also die sehen halt wirklich aus wie Freizeitpark-Mitarbeiter, die sich irgendwie verkleidet haben und nicht wie so die eigentliche Rasse. Also das... Da bin ich halt wirklich weiterhin kein Freund von diesem... Ich weiß nicht, ob das immer noch so die frühen Entscheidungen war oder diese Entscheidung zum Look war, als das mal ein Multiplayer-Ding sein sollte und man da eben auch so die Fortnite-Zielgruppe abgreifen wollte. Aber also bisher konnte ich mich halt nicht mit anfreunden. Super wichtige Mission, um einen ihrer super wichtigen Auftragskiller zu befreien, den sie auch seit über einem Jahr... Ich bin da auch ehrlich gesagt so nicht wirklich der... Freund von manchen der Redesigns. So Varric oder Harding, die finde ich, die sehen gut aus da drin, aber ich weiß nicht, so Isabella aus dem zweiten Teil, die fand ich, ich habe die glaube ich zuerst gar nicht wiedererkannt. So, ich weiß nicht, Morrigan ist halt auch so fein, I guess, aber ja. Ja, selbst aus seiner Misere hätten befreien können. Stattdessen hängen sie faul rum und erinnern uns eher an diese Kollegen. So, gerade wenn ich jetzt auch eben auch dieses ganze Purple im Hintergrund sehe, das, woran es mich eben auch noch erinnert, ist Saints Row. Und ich weiß nicht, auch das gibt mir dann wenig Fantasy-Feeling. It's been like this the whole time, Deacon on dishes and it still hasn't moved in 5 years. Das ist nicht... Ich weiß, das ist jetzt sehr pedantisch. Aber What We Do in the Shadows FX ist die Serie, die FX gehört. Das ist aus dem Film What We Do in the Shadows, die nicht zu FX gehört. I'm sorry. Oder ein Soldat, der sich einfach mir nichts, dir nichts, seinem Vorgesetzten widersetzt. Ich weiß nicht, ob der Film unter Fox lief oder so, welchem auch immer, aber FX ist eben der TV-Sender unter Fox, bei dem What We Do in the Shadows eben läuft, aber das war aus dem Film und nicht der Serie. Ich weiß, ich muss einfach super pedantisch bei solchen Sachen sein, aber ich sehe das dann einfach und bin direkt so. Um uns, einer komplett fremden Gruppe, dabei zu helfen, Götter zu töten. Selbst der grimmige und direkte Kunari-Charakter hätte unserer Meinung nach... Ja, ich finde, das sieht einfach... Das sieht mehr aus wie Megamind, als irgendwie so ein Kunari. Das sieht halt einfach aus wie so ein Dude, dem du hier mit ein bisschen Schminke das irgendwie draufgesetzt hast. Das sieht aus wie ein... Als wäre das ein Gegner von den Power Rangers. Als wäre das irgendjemanden, den du in der Kamen Rider-Serie mit Make-up sehen würdest. Also da finde ich, das sieht so weird aus. Da habe ich so wirklich so einen richtigen Uncanny-Effekt die ganze Zeit, wenn ich mir die angucke. Noch ein paar mehr Ecken und Kanten vertragen können. Ja. Und auch als Spieler oder Spielerin hat man wenig Entscheidungsfreiheit, was die Persönlichkeit betrifft. Vorbei sind die Zeiten von idiotischen oder gar bösen Dialogoptionen. Besonders nach der Freiheit vom ersten Dragon Age Ableger oder zuletzt Baldur's Gate 3 ist das ziemlich schade und lässt das Spiel weniger nach RPG und mehr nach einem linearen Action-Adventure. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Da stimme ich auf jeden Fall zu, dass die ganzen Dialoge kurz angebunden sind. Ich hatte ein Video von einem anderen, ich weiß nicht mehr, ich kannte den nicht. Also deswegen, das war glaube ich das erste, was ich von dem gesehen habe. Aber von dem, was ich bisher gespielt habe, habe ich dem Kritikpunkt auf jeden Fall zugestimmt. Ich meine, ich glaube, er hatte auch zu dem Zeitpunkt jetzt nur die ersten 8 Stunden oder so gespielt. Aber dass sich die ganzen Dialoge sehr darauf fokussieren, nur die Handlung entweder zum nächsten Punkt zu führen oder nochmal zu erklären, was gerade passiert ist. Also es ist halt mehr die ganze Zeit nur so erklärender Dialog und halt kein Dialog, der jetzt rein da ist, um Charakterisierung voranzutreiben. Oder dass du dir die Zeit nehmen kannst, um einfach ein bisschen so über die Welt, über die Figuren oder so ein bisschen, ne, sei es jetzt persönlich oder eben charakteristisch Dinge kennenzulernen. Und es mehr darum geht jetzt immer nur, wir reden jetzt gerade über den Hauptplot, der passiert
und was jetzt nochmal passiert ist. Und wenn es um irgendwelche Personen geht, dann wird immer nur so das Mindeste gesagt. Dann wird irgendwie so, ne, ich habe ja, mein Rook ist ja, gehört ja zu diesen, wie hießen die, Vale Jumper oder da irgendwie was. Und dann wird auch nur so kurz gesagt, also ja, da habe ich dazugehört und deswegen kenne ich die. Vollkommen cool. Und dann die nächste Figur, die eingeführt wird für dich, die ist dann auch so, ja, das ist einfach nur, die gilt als die beste. Und dann mehr findet da erstmal nicht statt. Also das kann ich, deswegen, ich finde es nicht, den Kritikpunkt, den ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ist irgendwie, dass die Dialoge schlecht geschrieben wären, aber sie sind nur rein funktional um das Spiel, weil das ist ja auch sehr linear und du gehst immer sehr schnell zum nächsten Punkt, zum nächsten Gebiet und genau da befindet sich auch momentan das Writing und ich hoffe, das öffnet sich halt irgendwann noch so ein bisschen. Ja. Fleegang, FL-Gang, Gang, ich hoffe, eins davon war richtig. Vielen Dank für das Prime-Abo, by the way. Ja. Wirken. Diesen Schritt hat BioWare in der Vergangenheit aber auch schon erfolgreich mit Mass Effect 2 gemacht. Um hier gleichzuziehen, wie es im Vorfeld manch ein Preview-Artikel angedeutet hatte, braucht es aber mehr als das, was wir hier in den ersten Stunden bekommen. Immerhin, die Entscheidung, in The Veilguard viele Systeme zu überarbeiten, beschleunigt den Macht mich immer noch kirre, dass das nicht. Dass dieser Mond da nicht zentriert ist und dieser Planet darüber. Spielfluss und macht beispielsweise das Inventarmanagement deutlich einfacher. Items desselben Typs werden nun nämlich einfach zu einer höheren Seltenheitsstufe fusioniert. Und bis auf Plunder zum Verkaufen gibt es auch gar keine anderen Items. Selbst Heiltränke sind auf 3 bis 4 feste Plätze im Kampfmenü reduziert. Apropos Kämpfe, statt der Mischung aus Echtzeit und pausierbarer Top-Down-Ansicht, in welcher zuvor Bewegungen und Angriffe aller Gruppenmitglieder... Ich meine, so war das ja auch nur in der PC-Version. So die, ich glaube, wenige Leute haben beides gespielt. Ich glaube, die meisten haben entweder die 360-Fassung oder die PC-Fassung von Dragon Age 1 gespielt. Das sind schon sehr starke Unterschiede gewesen im Kampfsystem und wie du damit auch interagierst. Manuell befohlen werden konnten, bleibt ihr bei The Veilguard über der Schulter eures eigenen Charakters. Über ein schnell... Aber ich finde es zumindest, also ganz ehrlich, für mich wäre es auch vollkommen fein gewesen, wenn es die alte CRPG-Route wieder gegangen wäre. Aber ich habe einen Veilguard 1000-mal lieber als einen Dragon Age 2 oder einen Inquisition, die sich halt wie so ein Final Fantasy 15 nicht für irgendwas entscheiden konnten und dann einfach irgendeine Grütze waren, die sich dazwischen befindet und niemanden auf diesem Planeten befriedigen kann. Und das ist jetzt kein herausragendes, gutes Kampfsystem, aber es ist zumindest kompetent und funktioniert auf einer grundlegenden Ebene, auf der Dragon Age 2 und Inquisition nicht funktioniert haben. Auswahlrad ist es aber möglich, Fähigkeiten von Begleitern gezielt auf einzelne Gegner zu richten. Mehr Möglichkeiten habt ihr in Bezug auf eure Gruppenmitglieder aber nicht. Ihr könnt sie nicht selbst steuern und sterben können im Kampf auch nicht. Eure Gruppe ist also eigentlich gar keine Gruppe, sondern 2 ansehnlich auf dem Schlachtfeld rumhüpfende Skill-Container. Neu dabei sind die Detonationen, die mit bestimmten... Dieselben Leute regen sich dann auf, wenn Donald die ganze Zeit bei Kingdom Hearts stirbt. Also ganz ehrlich, bei einem Action-Titel brauche ich das auch nicht, dass dann meine Begleiter noch zwischendurch irgendwie draufgehen oder so, random. Weil das, was dann nämlich genau wie bei Kingdom Hearts meistens passiert, ist dann, dass später die sowieso irrelevant sind und dann irgendwie draufgehen. Es ist nur bisher sehr schade, wie sie benutzt werden im Kampf. Dass du halt wirklich so, du hast halt hier den Cooldown, der sich füllt. Und sobald der Cooldown wieder voll ist oder abgelaufen, dann kannst du eine von vorher 3 festgelegten Angriffen ausführen. Und das war's. So, mehr habe ich da. Ne, du hast hier zu wenigstens noch, das sind zwar auch Cooldown-Sachen, aber das ist zumindest noch ein Meter, was du hast. Und dann eben auch da mit ein bisschen hausieren kannst. Und ich fände es irgendwie besser gewesen, wenn das einfach übergreifend oder so gewesen wäre. Wenn du dann eben auch einen gemeinsamen Pool für auch die Begleiterangriffe oder so gehabt hättest. Weil dadurch, es braucht eben auch sehr lange. Du machst das dann mal und dann ist, also ich schaff's meistens eigentlich, einmal pro Kampf irgendwie einen Mitstreiter irgendwas machen zu lassen. Und dann ist der Kampf eh schon wieder vorbei. Und teilweise bin ich sogar im nächsten Kampf, bevor das dann wieder aufgeladen ist. Attackenkombinationen ausgelöst werden können.
Die drei Klassen, Krieger, Magier und Schurke, sowie deren Spezialisierung können so effektiv kombiniert werden. Und falls ihr euch innerhalb eurer Klasse doch einmal neu spezialisieren wollt, könnt ihr das ohne Probleme jederzeit kostenlos tun. Generell gibt es sehr viele Quality-of-Life-Aspekte, die das Gameplay einfach rund wirken lassen. Ausweichmanöver, Paraden sowie ausschweifende Finisher eurer Figur bringen zusätzlich Dynamik in die Kämpfe. Ja, selbst als Magier dürft ihr wild herum. Du hast eine Light Attack, du hast einen Heavy Attack und du kannst ausweichen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist jetzt. Keine Ahnung. Das klingt halt wie so ein Phrasending dann irgendwie. Weil wir halt leider sehr selten wissen, wie wir über irgendwelche Kampfsysteme oder so reden sollen. So, das ist so, als ob ich sagen würde, bei Dark Souls habe ich einen Heavy und Light Attack und die Rolle rundet das Ganze noch irgendwie ab oder so. Es ist halt keine wirklich Aussage, es ist halt nichts Aussagekräftiges. Es ist einfach nur so, ne, wie ein Adjektiv für irgendwas werfen. Aber eigentlich noch weniger. Rumhüpfen. Allerdings ist euer Charakter auch außerhalb von Keilreihen gerne mal mit zu viel Schwung unterwegs, was nicht immer ganz ungefährlich ist. Liebe Kontextsensitivität. Scheiße. Oh, Sascha, kriegst du die Dose Bohnen vielleicht für mich auf? Ja, na klar. Danke. Puh, ja, bei manchen Aktionen landet man gerne mal im Fluss, statt eine Truhe zu öffnen. Ob man das Movement und die simpleren, actionreicheren Kämpfe nun mag oder nicht, ist Geschmackssache. Wir hatten Spaß dran, denn die Balance zwischen Häufigkeit und Herausforderung fühlte sich auf dem Schwierigkeitsgrad Abenteuer angenehm an. Taktikfans könnten allerdings trotzdem enttäuscht sein. Generell scheint es, als gäbe es viel Potenzial für Enttäuschung, besonders im Hinblick auf die Vergangenheit. Immerhin. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob du in einem Action-Kampfsystem keine Taktik oder so haben könntest. So, auch da ist ja wesentlich mehr möglich. Reden wir hier von BioWare. Und wofür standen die nochmal? Interessante Charaktere? Erstmal nicht in Sicht. Gut geschriebene Dialoge? Auch eher selten. Was bleibt denn dann noch? Ja, okay, eine beeindruckende Grafik, ein prägnanter Soundtrack und das Looten und Kämpfen macht ja auch Spaß. Aber vielleicht gehen wir das Ganze auch völlig falsch an. Mittlerweile muss vielleicht die Frage gestellt werden, ob die Suche nach der guten alten BioWare-Formel von Anno dazumals überhaupt noch Sinn ergibt. Unglaublich, was sich hinter mir abspielt. Zahlreiche aufgebrachte Dragon Age-Fans haben mein Geschäft gestürmt und drangsalieren das Personal mit merkwürdigen Fragen. Wo sind die komplexen Charaktere? Ja, keine Ahnung, vielleicht in Gang 2 neben den Rosinen, oder? Okay. Ja, die fragen mich die ganze Zeit hier nach irgendwelchen Character-Arcs und World-State. Darf es noch was sein? Ja! Wird Morrigan jetzt von Flammeth kontrolliert oder nicht? Ja, keine Ahnung, was das heißen soll. Ich bin doch nur Verkäuferin in einem Bioladen. Lächerlich, dass sich dieser Laden überhaupt noch Bioladen nennt. I get it. Hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Irgendjemand muss diesen verzweifelten Fans sagen, dass sie vergeblich nach einer... Ich hab's! Ich hab die BioWare-Magie gefunden! Oh mein Gott, endlich nach 40 Stunden! Sie war ganz im letzten Akt versteckt! Geil, lass zocken gehen! Ja! Und damit zurück ins Studio. Ja, Leute, ungefähr so ging es uns bei unserem Test, denn tatsächlich steckt in Dragon Age The Veilguard ein gutes Stück der alten BioWare-Magie. Man muss es nur erst ausbuddeln. Und das dauert eine Weile. Nach und nach werden die Charaktere aber interessant, die Geschichte bewegen. Die BioWare-Magie, das war der Glaube daran, dass das Spiel am Ende doch noch einfach irgendwie gut wird. Das war die BioWare-Magie. Die BioWare-Magie war hoffen. Einfach hoffen, dass es am Ende nochmal irgendwie gut geht. Und die Entscheidung bedeutend. Gerade das letzte Drittel der ca. 60-stündigen Hauptquest knallt dann eben doch so gut rein, dass man all die Kritik, die man vorher hatte, fast wieder vergisst. Die einzige Frage, die bleibt, warum nicht gleich so? Ob man einem Spiel verzeihen sollte, erst nach 20 bis 30 Stunden zu überzeugen, ist fraglich. Bei einem Spiel, was man aber locker über 100 Stunden spielen kann, vielleicht aber auch akzeptabel. Gerade weil Veilguard auch vor dem Fulminanten
Damit können wir bitte aufhören, okay? Damit können wir einfach bitte aufhören. Das ist, nein, wenn ein Spiel nach 30 Stunden erst, so, du kannst sagen, okay, das Spiel wird nach 30 Stunden dann noch nach hinten raus noch besser. Aber wenn etwas nach 30 Stunden erst gut wird, dann nein. So, du kannst das irgendwie akzeptieren oder so, aber irgendwie wegreden. Oh. Ich habe hier 20 Stunden lang irgend so einen gigantischen Wälzer gelesen. Oder einfach mal so eine Buchreihe, aber wirklich gut wird's erst so ab Buch 5. Weißt du, wenn ich so 30 Stunden gelesen habe, dann wird's irgendwann richtig gut. Weißt du, so ab der 80. Episode vom Anime, da fängt's dann an gut zu werden, ne? So ab Staffel 4, da läuft das dann irgendwann. Finale eins niemals ist. Langweilig. Ob echtes RPG oder nicht, ob mit Bioware-Magie oder ohne, Dragon Age The Veilguard hat es geschafft, einen ganz eigenen Vibe zu kreieren, der einen einfach nicht loslässt. Und wen der neue Action-Anstrich nicht völlig abschreckt, der oder die... Ich weiß auch nicht, was ist für Leute RPG? Ist ein RPG, ist es ein Rollenspiel, nur wenn du ein rundenbasiertes System hast, wenn es kein also ein Action-RPG ist dann eben kein RPG mehr. Es ist nur ein RPG, wenn du eine gewisse Anzahl von irgendwie Zahlen drin hast oder so. Ich weiß es nicht mehr. So, was muss dann in der Handlung bei den Charakteren irgendwie drin sein, dass es als ein Rollenspiel noch irgendwie zählt? Ich weiß es nicht mehr. Scheinbar gibt's da irgendwie eine komplett eigene Definition, bei der Leute sich teilweise einig sind, von der habe ich aber irgendwie nichts gehört. Weiß ich nicht mehr. Sind dann Atlas-Rollenspiele keine Rollenspiele, weil du hast ja keine wirkliche... Also, du nimmst ja nicht wirklich eine großartige Rolle ein in den Dingern. Ist jetzt auch nicht so, dass die so viel mit den ganzen... Also brauchst du denn das? Muss es irgendwie Loot haben da drin? Muss es sonst was? Also ich weiß es nicht. So, du übernimmst eine Rolle, ja, aber zum Beispiel ist ein Life is Strange ein Rollenspiel, weil da übernehme ich ja auch eine Rolle und dann kann ich bestimmen, wie der Charakter interagiert. Ist Until Dawn ein Rollenspiel? Weil ich übernehme ja, wie die Charaktere irgendwie da drin sind. Also, ich weiß es nicht. Es ist nur ein Rollenspiel, wenn es sich wie eine digitale D&D-Kampagne anfühlt. Keine Ahnung. ich weiß es mittlerweile nicht mehr. Ich höre die ganze Zeit immer nur, das ist jetzt kein Rollenspiel mehr, aber so die einzelnen Facetten sind dann auch überall in anderen Titeln vorhanden, die dann als Rollenspiel gelten. Also das ist halt wirklich ernst gemeinte Frage, weil ich das nicht so hundertprozentig nachvollziehen können. Aha! Ja, aber die Sache ist, du nimmst in so vielen Spielen die Rolle der Figur an. Wenn ich Max Payne spiele, dann nehme ich die Rolle von Max Payne an. Wenn ich Alan Wake 2 spiele, dann nehme ich die Rolle von Alan Wake und von hier Sarah Anderson an. Nee, Saga, nicht Sarah. Saga Anderson an. So, muss es dann ein eigener, muss es dann eine Figur sein, die keine fest definierte, ist dann Saints Row ein Rollenspiel? Ich weiß da mittlerweile irgendwie nicht mehr, wo das anfängt und irgendwie aufhört. Ist Bioshock ein Rollenspiel, weil ich gut oder böse zu den Little Sisters sein kann? So, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich dachte,
Thank you. TGLP, vielen Dank für das Prime-Abo. So, für mich war einfach immer so, RPG war dann auf die, war auf einer mechanischen Ebene. Das waren halt so die ganzen Level-Mechaniken und Loot und so Geschisse. Das, was du halt mittlerweile in jedem fucking Spiel irgendwie drin hast. Skilltree gleich Rollenspiel, ja. Aber wie gesagt, so Rollen habe ich ja, also gibt's ja dann auch in anderen Spielen, die halt nicht als Rollenspiel irgendwie bezeichnen. Deswegen, ich weiß es nicht mehr. Also, keine Ahnung, irgendwie zu sagen, ein The Veilguard ist kein Rollenspiel oder so, finde ich halt absolut weird. Mit The Veilguard sicherlich Freude haben. Alle, die sich ein neues Dragon Age... So, ein Action-Rollenspiel ist ein Action-Rollenspiel. Es ist halt dann kein CRPG mehr, es ist halt ein ARPG. Aber beides ist immer noch ein RPG. Origins gewünscht haben, werden enttäuscht, haben aber vermutlich auch schon mit Inquisition ihre Probleme gehabt. Für eingefleischte Fans bietet das Spiel aber einen frischen und gelungenen neuen Eintrag der Reihe, der trotz Startschwierigkeiten nicht einfach abgeschrieben werden sollte. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen RPG irgendwie wie Pen and Paper. Ja, aber die Sache ist ja auch, du hast ja dann Pen and Paper, die haben dann sehr stark eben Wizardry inspiriert und Wizardry war die Vorlage eben auch für Sachen wie Dragon Quest. So, und ist jetzt halt Dragon Quest kein RPG? Das so, ist es ein RPG nur, wenn du eine reine Gruppe machst? Und was ist, wenn du eine reine Gruppe machst, aber das nur mechanisch betrachtet wird und nicht in irgendeiner Form, was die Handlung? Ist ein Etrian Odyssey kein Rollenspiel, weil die Figuren keine... Ne, da geht's ja wirklich nur um das Spielerische. Und da wählst du dir komplett freie Figuren aus und da stellst du dann eben auch die Truppen zusammen und baust die eben auf. Aber der Handlungsaspekt ist da vollkommen rausgenommen, was die Figuren betrifft. Aber die rein spielerischen Aspekte da drin, die sind ja ganz eindeutig von auch auf so Pen-Paper-Sachen zurückzuführen. Und eben auf die frühen Inspirationen, die Dungeon-Crawler, wie eben auch so in Wizardry. Und ich meine auch so ein Wizard, ich weiß jetzt nicht, das bisschen, was ich davon gespielt hatte, hatte jetzt auch nicht wirklich den großen Charakteranteil. Also da bezog sich das Rolle einnehmen eigentlich immer schon mehr auf die mechanischen Sachen. Nein, deswegen, es ist halt es ist halt oftmals einfach nur so ein Vibe-Ding. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist halt so ein, weil international kriege ich diese Diskussion nicht mit. Das ist für mich halt irgendwie so ein deutsches Ding. Das ist hier so scheinbar so, das ist dann ein Rollenspiel, aber andere Titel sind dann auch ein Rollenspiel, aber nur wenn ein ganz bestimmtes Spiel Dinge dann nicht macht, die andere Rollenspiele machen, dann ist das aber kein Rollenspiel mehr, weil ich das anders, ein anderes Rollenspiel wollte. Und anstatt dann einfach nur auf die gewissen Elemente zu zeigen und dann zu sagen, okay, dann ist es jetzt statt einem CRPG ein ARPG, wird dann irgendwie gesagt, das ist jetzt weniger Rollenspiel. Und dann denke ich mir halt auch so, what are we talking about? What is this? Ich weiß nicht, ich finde halt den Austausch zu Dragon Age Veilguard halt sehr, sehr frustrierend deswegen. Aber ja, der RPG-Diskurs-Teil davon, der scheint auch wirklich sehr, sehr deutsch zu sein. Den kriege ich nur hier mit. Naja, das soll es auf jeden Fall dazu erstmal gewesen sein.